Warum fliehen Menschen? Welchen Gefahren sind sie ausgesetzt und welche Hindernisse müssen sie überwinden? Dies sind nur einige der Fragen, die in der Ausstellung Asyl ist Menschenrecht behandelt wurden. Am 8. Januar 2017 eröffnete Frau Yeshma Kapoor aus Afghanistan die Ausstellung im Foyer der Max-Aid-Schule. Viele interessierte Schülerinnen und Schüler waren mit ihren Lehrern anwesend und informierten sich über die sehr ansprechenden und zum Nachdenken anregenden Plakate. Die Ausstellung dauerte bis zum 8. Februar. Während dieser Zeit fanden noch weitere Informationsveranstaltungen in der Aula der Max-Aid-Schule statt. Herr Al-Taha begann seine Vorträge mit einer Schweigeminute, um den vielen Opfern zu gedenken. Er berichtete über Syrien und die Entstehung des Konfliktes aus seiner Sicht. Seine Familie befindet sich noch in Aleppo. Im Anschluss beantwortete Herr Al-Taha Fragen aus dem Publikum. Die Ausstellung fand in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Dekanat Alsfeld statt und wurde vom Bundesförderungsprogramm Demokratie leben finanziell unterstützt.